Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer ganz entspannten First Dates Reaction. Bevor wir hier mit irgendwas loslegen, stelle ich mich erstmal vor, für alle, die mich nicht kennen. Was geht? Ich bin Seddo und ich komme aus Köln und ich freue mich, dass ihr hier am Start seid, dass wir zusammen diese entspannte Date-Situation uns jetzt hier geben werden. Ich bin mal gespannt, ob es heute ein Match ist oder keins. Lehnt euch erstmal zurück, macht euch gemütlich, holt euch leckere Snacks und was Leckeres zu trinken. Ihr seht, langsam ist der cozy Vibe bei mir auch angekommen. Ich finde, wenn man sich jetzt hier so umschaut, es sieht schon gemütlich aus, so. Man kann hier auf jeden Fall chillen, man kann hier auf jeden Fall sein Ding machen und so sollte es bei euch auch sein. Checkt unbedingt auch die Videobeschreibung aus, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dort findet ihr auch den Link zu RTL Plus. Und bei RTL Plus findet ihr alles, also First Dates, aber auch Trash TV, Isle of One, Bachelorette, Bachelor, Temptation Island, aber auch Live TV, wirklich alles. Checkt's gerne ab. Wenn ihr Bock drauf habt, wir gehen rein ins Video. Let's go. Bildi und Ben, wie sieht's mit einem zweiten Date aus? Also ich könnte mir, und da gibt's auf jeden Fall noch mehr herauszufinden. Finde ich auch. So. Ich bin der Sascha, ich bin 23 Jahre alt und ich bin seit letzten Jahres bin ich Modeunternehmer. Das hatte jetzt, sag ich mal, im ersten Quartal, hatte ich da einen ziemlich guten Senkrechtstart hingelegt. Sascha, 23, Modeunternehmer. Gehört ihm Peso oder was? Gehört ihm Peso? Ist Justin nur Bluff? Was heißt denn Modeunternehmer? Ich bin seit 4 Jahren Single. Eigentlich bin ich ein Beziehungstyp. Das hat sich jetzt bisher dann leider halt immer wieder nicht ergeben. Möglicherweise ist hier die Richtige für mich dabei. Und ich bin gespannt. Heidelberg. Hi. Sputnik. Wer bist du? Ich bin der Sascha. Sascha, hi. Hi. Herzlich willkommen. Cool. Perfekt für ein erstes Date, oder? Ja, ich denke mal, ich habe mich ganz schnick immer rausgemacht und passend natürlich fürs Restaurant. Ja. Und ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ist das dein Alltagsoutfit, oder? Ein Alltagsoutfit würde ich jetzt nicht sagen, tatsächlich. Nee. Also es ist aber so ein bisschen Business Casual gehalten, würde ich tatsächlich sagen. Philipp Klein, der Tardy-Style ist dann schon ein bisschen zu auffällig. Ja. Ich stehe auf den Milan-Wipe, das muss dann also wirklich schlicht sein, eine gute Kombination sein. Ich selbst bin Unternehmer im Bereich Textilien. Du machst. Ich produziere T-Shirts und Sweatshirts, genau, richtig. Cool. In der High-Class-Quality, also dementsprechend auch hochpreiswertige Ware, genau. Und Okay. Das hat sich bisher gut entwickelt. Ich persönlich stehe. Hä? Das ist ja mal was ganz anderes. Okay, mit 23 Jahren entwickelt er T-Shirts in der Hochpreiskategorie. Na dann, auf geht's. Auf Brands tatsächlich, aber von meiner Partnerin wiederum oder allgemein von anderen Menschen erwarte ich das jetzt nicht unbedingt. Eine Erwartungshaltung habe ich eigentlich grundsätzlich nicht an meine Partnerin, denn ich weiß ja gar nicht, was auf mich zukommt und dementsprechend bin ich mal für alles gewappnet. Schauen wir mal, was auf ihn zukommt. Hi. Ich bin die Kira. Meine Freunde haben gemeint, ich soll mich immer anmelden, weil ich mir, sag ich mal, im Privatleben immer die falschen Leute aussuche, vielleicht manchmal ein bisschen oberflächlich bin. Da bist du hier genau richtig. Bei First Dates geht's direkt ins Herz, Kira. Direkt ins Herz. Vielleicht andere Leute einen besseren Blick darauf haben, wer zu mir passen könnte. Vielleicht lerne ich da doch jemanden kennen, der gut zu mir passt. Ich bin jetzt schon seit 3 Jahren Single und hoffe, dass ich vielleicht mal jemanden finde, der mein Leben komplett macht. Einfach einen Hänger gehabt wegen dem Wort komplett. Auch krass. Ja. Wie sollte so die richtige... Also das war gar nicht so einfach. Und, ja, jetzt können wir nicht mehr drüber reden. Gell? Jetzt ist sie da. Hallo. Hallo. Ich bin die Kira. Hi. Hi. Ich bin der Sascha. Hi. Hi. Hi, Kira. Kira. Ja, genau. Du hättest sie dir ein bisschen zuvorgekommen, ne, mit deiner Antwort. Ja. Aber ich glaube, du hättest sie genauso beschrieben. Ich denke schon, ja. Hinter mir steht sie. Und da habe ich mich nochmal umgedreht. Die Begrüßung zwischen mir und Sascha war sehr herzlich. Haben uns erstmal die Hand gegeben. Ich fand es eher kühl, um ehrlich zu sein. Ich fand die Begrüßung ein bisschen kühl. Aber der Bre war auch überfordert. Man hat direkt gesehen, so, uff, oh, ei, ei, ei. Die ist ja, huch. Ei, ei, huch. Ich zeige euch die Bar. Okay. Bitte. Rein oberflächlich hat sie mir jetzt persönlich gefallen. Rein optisch, das ist ja mal so eine Sache, natürlich. Aber mal sehen, was ja noch kommt, was dahinter steckt. Weil ich bin immer interessiert an den Geschichten auch der Menschen. Ja, ich bin insgesamt schon so leicht aufgeregt. Ich hatte jetzt noch nie so ein Blind Date, wo ich jemanden noch gar nicht vorher gesehen habe. Also ich brauche lange, um auf...
Was gibt's denn da? Warte mal. Kastanien, Likör, Feige in Tequila, Grapefruitsaft, Munter, Pfeffer. Rote Beete, Geist, Cassis, Apfel, Fernet, Branca. Die haben ja da schon interessante Sachen. Und vor allem faire Preise, ne? Also in der Innenstadt in Köln ist das was teurer. Und deswegen bin ich oft am Anfang ein bisschen uninteressiert. Und als hätte ich kein Interesse, kein Ernsteres an der Person. Was auch manchmal, glaube ich, deswegen es nicht so ganz bei mir klappt. Woher kommst du? Ich komme aus Heidelberg. Ah, okay. Und du? Aus Darmstadt. Studiere da Informationsrecht. Genau. Informationsrecht? Genau, ja. Darf man da fragen, was man da genau macht? Ich bin ehrlich, ich kenne mich mit Studiengang jetzt nicht aus, weil ich selbst nicht studiere. Ja, also das ist so in die Richtung Datenschutz mache ich viel. Mhm. Will danach wahrscheinlich als Datenschutzbeauftragte arbeiten und arbeite aktuell auch schon im Datenschutz. Datenschutz ist ein sehr interessantes Thema, liebe Freunde, was uns alle viel mehr betrifft, als wir denken. Glaubt mir, Datenschutz betrifft uns alle. Wir skippen da einfach immer nur. Wir scrollen immer ganz nach unten und schreiben und drücken einfach auf OK und verkaufen aber damit gleichzeitig unsere ganze Seele. Ne? Life's hard and short. So, press OK bei Datenschutz. Also ich bin Unternehmer, dementsprechend, ich habe das jetzt nicht studiert, aber ich sag mal, ich bin Unternehmer im Bereich Textilien, ein bisschen hochpreisiger. Wie alt bist du denn? Ich bin 23. Okay. So, Casablanca und ja, der SSB. Wow. Zum Wohl. Ja, danke. Danke schön. Spaß. Ich fühle schön. Ich schuss mir mal an, was ein bisschen voll. Ich finde, er sieht nicht nur gut aus, er schmeckt auch hervor. Ich meine es auch gut. Schmeckt es euch? Ja, danke. Also ich finde die Bombe kleiner. Ja? Ich würde euch zu Tisch begleiten. Ich kann sagen, es wird warm. Ich würde gerne mein Jacket auch ausziehen. Ich würde es auch nicht. Ich bringe die Drinks. Das ist ein Service. Ich nehme es ab. Sehr gerne. Ich und Sascha hatten eigentlich keine Anlaufschwierigkeiten. Wir sind der ist so ein bisschen so, man merkt so, dass er so mit 23 schon in dieser Geschäftswelt ist. Der ist so ein bisschen so, also ich finde es hervorragend. Und deiner, wie findest du deinen? Der ist so ein bisschen mehr so, ja, ein bisschen hier. Direkt ins Gespräch übergegangen, woher er kommt, was er so macht. Ich fand es an der Bar mit ihm am Anfang erstmal ganz nett so und war gespannt, wie unser weiteres Gespräch verlaufen wird. Ja, bin Sie ich jetzt ist aber definitiv auch. Meiner Meinung nach eine sehr interessante Persönlichkeit. Ich bin mal noch gespannt, was jetzt noch kommt. Was hältst du von dem? Ich bin ein bisschen wählerisch bei Essen. Ich glaube, ich nehme dieses Fusilio, wie auch immer man es ausspricht. Okay. Also, was auch immer es jetzt genau ist, aber ich glaube, ich nehme das. Also, bei mir ist immer so, wenn ich esse, das Auge ist mit. Ja, das stimmt. Deswegen auch schon. Ich bin auch manchmal, was das angeht, vielleicht ein bisschen so verschwenderisch. Dann bestelle ich mir einfach Dinge, so, wo ich sage, okay, komm, das ist nochmal Deko so für mich. So. Ja. Und dann sage ich, okay, das kann man schon mal machen. Ja. Und das ist so. Ja, bei mir, ich esse so einfach irgendwas oder so. Ich muss es nicht schön anrichten oder irgendwie so. Ja. Hat er gerade gesagt, er bestellt einfach noch mehr Essen dazu und für sein Auge ist das dann einfach Deko. Also es bleibt dann einfach stehen, oder? Wie soll ich das jetzt verstehen? Ich komme gar nicht mit gerade. Also es ist eigentlich Fine Dining jetzt nicht so unbedingt dein Job. Nee, das bin ich dann zu geizig. Ich würde eigentlich nicht auch direkt so sagen, aber ja, mein Ernährungsstil ist nicht der Norm entsprechend. Relativ ungesund und ich koche nicht gerne. Ich esse halt wirklich. Oh. Das ist, bei mir ist das direkt eine Red Flag, um ehrlich zu sein, liebe Freunde. Für mich ist das eine rote Flagge. Aber es ist jetzt auch nicht mega schlimm. Aber ich finde es schon wichtig, dass meine Partnerin mindestens genauso gut kochen kann wie ich. Und wenn ich viel besser kochen kann als sie, dann ist das für mich irgendwie eine Red Flag. Nein, keine Red Flag, aber ihr wisst, was ich meine. An manchen Tagen nur Süßigkeiten. Also was die Kulinarik angeht, haben wir jetzt nicht so viel gemeinsam. Gehst du in die Clubs? Nee, ich bin nicht so die Feier. Ich bin ganz ehrlich, dachte ich mir aber schon fast. Feiermaus. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte meine Phase, da bin ich sehr oft sehr viel feiern gewesen. Ja. Von Partys auf Booten von besonderen Clubs, wo man schon viel gehört hat, wo man dann dachte, okay, ist das jetzt gut oder nicht? Ja. Man kann es erst wissen, wenn man da ist. Ich gehe halt auch immer gerne mit meinen Jungs und wir feiern dann immer nur so für uns eigentlich. Ja, ich finde irgendwie, irgendwann habe ich dann so gemerkt, ich verpasse da jetzt halt irgendwie nichts so. Also ja. Ich kann meinen Freunden auch irgendwie was anderes machen, so anders, anderweitig Zeit, sage ich mal, verbringen. Ja. Und manchmal kann man sich schon was gönnen, würde ich sagen. Wir sind tatsächlich mal in Zürich mit dem Rolls-Royce, also mit einem, sag ich mal, teuren Wagen, sag ich mal, einfach mal in den Club reingefahren. Und ich glaube, am nächsten Tag habe ich noch nie so einen heftig demolierten Wagen gesehen. Also du bist, glaube ich, also das Ding, also es war eigentlich nur Verlust, aber es war tatsächlich einzigartig. Ja, ich glaube, ich lebe inzwischen. War das gerade ein Flex? Hat er sie gerade angeflext? Er ist mit einem Rolls-Royce in einen Club reingefahren? Jetzt ist die Frage, durch die Wand
oder konnte man mit dem Auto in den Club reinfahren? Und das war so der Vibe vom Club. Und warum war das Auto demoliert? Weil er durch die Wand gefahren ist oder weil er den Wagen dann im Club stehen hat lassen? Im Club? Und Leute dann da drauf gefeiert haben, drauf gesprungen sind oder wie auch immer. Travis Scott mäßig. Also ein bisschen so ein ruhiger Lebensstil, so. Studium, Arbeit und so. Anstrengend fand ich, dass ich verschiedene Themen angesprochen habe, um da vielleicht eine Gemeinsamkeit zu finden oder eine Überschneidung. Und sich das dann halt immer Stück für Stück dann eher immer wieder ins Nüchterne übertragen hat und sich da halt nichts ergeben hat. Ich hatte das Gefühl, mit seiner Erzählung wollte er für mir vielleicht ein bisschen so das Gefühl geben, dass er da so einen anderen Lifestyle lebt als ich oder ja etwas mit seinem Geld oder mit seinem ja, Leben, wo er überall schon war, angeben wollte, wovon ich jetzt nicht so der Fan bin. Für mich sind irgendwie andere Werte wichtig, als wie viel Geld ich habe oder wo ich in welchen Clubs ich jetzt feiern war, und fand ich ein bisschen uninteressante Themen jetzt für mich. Ich würde das auch ganz, also ich würde das nicht so in einem First Date verpacken, Leute. Das macht wenig Sinn. Das kommt echt nicht so gut an. Also das dachte ich mir schon, dass es bei ihr so ein bisschen aufstoßt. Was ein Service. Ich bedanke mich. Gerne, lasst euch schmecken. Ich bin schon mal gespannt. Was ein Service. Bitte lasset mir die Weintrauben bringen. Ich bedanke mich recht herzlich. Nun können Sie sich wieder Ihrer Arbeit widmen. Das sind Zwiebeln, oder? Das musst du wissen. Was ist das? Wonach schmeckt's? Jetzt habe ich noch nicht probiert. Ich probiere das auch nicht. Ich finde, sie ist echt picky. Ich bin wählerisch mit dem Essen. Und ich weiß nicht, ob in dem Essen Zwiebeln waren. Ich glaube schon. Oder irgendwelche undefinierbaren Sachen. Deswegen konnte ich nur ein bisschen die Nudeln rauspicken aus dem Essen. Ja, Tischmanieren, da könnte ich jetzt einiges dazu sagen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich behalte es jetzt erstmal für mich. Ich hätte gerne einfach so Nudeln mit Tomatensauce. Ist bisschen, bei mir wäre sie auf jeden Fall raus. Komme, was wolle. Sie kann so nett sein, wie sie will, aber das ist sowas für mich ganz komisch irgendwie. Ganz, ganz komisch. Wenn jemand diese Nudeln mit Tomatensauce auf geisteskranker Basis fühlt und also man so nicht den Horizont erweitert, was Essen angeht, ist für mich eine Red Flag, weil ich Essen liebe und ich liebe es, Essen zu gehen. Essen zu gehen ist für mich so, so wisst ihr? Und ich mag zum Beispiel auch kein Steak, ne? Und dann war ich neulich oder war ich immer wieder im gleichen Steakhouse, weil mit Freunden und was weiß ich, und die haben geisteskranke Beilagen. Die Beilagen von diesem Steakhouse einfach nur lecker, so Trüffel, Mashed Potatoes und so leckeren Spinat und eingelegte Zwiebeln und keine Ahnung, also richtig geil. Und dann haben die mich irgendwann überredet und gesagt, ey, probier mal hier so ein kleines Steak zumindest. Das ist wirklich, wirklich lecker, ne? Mach dir das Medium, also mach dir das durch, lass dir das durchbraten, aber probier mal. Dann habe ich so ein kleines Steak gegessen, also so. So klein war dieses Steak und es war wirklich geisteskrank lecker. Und da habe ich so gemerkt, man muss manchmal so ein bisschen über seinen Horizont springen, auch wenn man das eigentlich nicht will, weil diese Welt hat so viel leckeres Essen zu bieten, Leute. Sie ist weder, sag ich mal, auf dem kulinarischen Stand wie ich oder überhaupt auf irgendeinem Stand wahrscheinlich, weiß ich nicht, so wie ich es jetzt entnommen habe. Zumindest sehr schwierig oder nicht auf einem ähnlichen. Und das, ich glaube, das Interesse war auch nicht ganz so da, das vielleicht zu erforschen oder was Neues zu machen. Also an sich fand ich das Gespräch ja mit ihm gut zwischen uns beiden. Denke ich, hätte das Gespräch jetzt auch, ist es ja gut gelaufen. Nur, dass es halt wir zu unterschiedlich wahrscheinlich sind. Oder Unternehmer Sascha, wer übernimmt wohl die Rechnung? Jetzt bin ich gespannt. Also wenn er jetzt nach dem ganzen Flexerei mit seiner Kohle nicht die Rechnung zahlt, dann weird. Also wenn es nicht ausmacht, würde ich es gerne übernehmen? Ja, also ich brauche. Also das hat mich gefreut. Also, ich kann auch gerne meinen Teil sonst zahlen, aber wie du magst. Alles gut, ich übernehme das. Sie war direkt so, ja, gerne, nee, alles gut, übernimm das ruhig. Also, war jetzt eh nicht lecker das Essen, da waren noch Zwiebeln drin, also übernimm das einfach. Das ist jetzt natürlich unvorteilhaft, aber ist kein Problem. Ja. Ah, da kommt der nächste Flex um die Ecke. Ah, nur Hunis gehabt, sorry. Ich hatte nur Hunis, Bro. Ha, egal, Rest ist Trinkgeld. Och, spendables Trinkgeld gegeben. Naja, ich habe sie eingeladen, ich habe dem Restaurant was Gutes getan. Ich hatte geile Knödel und nette Gespräche. Also mir ist nur aufgefallen, dass er sehr viele 100-Euro-Scheine beim Bezahlen dabei hat. Und ich weiß nicht, ob er sie vielleicht noch mal extra herausholen wollte aus seinem Portemonnaie. Man weiß es nie. Man weiß es nie. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ich bin sehr gefreut, danke. Bitte, danke. Ja, danke. Schön, dass ihr wart. Ja, ciao. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss.
Hi. Hey, hey. Boah. Ich bin mal gespannt auf seine Selbsteinschätzung, ob er, also ich glaube, er findet sie gut, aber ich weiß nicht, ob ihn die Sachen hart triggern, die sie gesagt und getan hat, aber ich bin jetzt echt gespannt, ob er sagt, er würde noch auf ein zweites Date gehen, weil sie auf gar keinen Fall, sie ist auf jeden Fall raus. So, ihr beiden, dann erzählt mal, wie war euer First Date? Also ich fand Instagram auf jeden Fall sehr sympathisch mit dir, wir konnten uns gut unterhalten und zwar eine lockere Atmosphäre. Mhm. Ich kann es nur so zurückgeben tatsächlich. Wir sind zwar das ein oder andere Mal wahrscheinlich nicht aufeinander gekommen, aber das, ja, das ist ja kein Problem. Ihr werdet euch also bei einem zweiten Date wiedersehen? Also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich finde sie mega interessant. Sie ist eine interessante Persönlichkeit. Aber dadurch, dass wir halt an einigen Stellen vielleicht nicht auf einen gleichen Nenner gekommen sind, würde ich jetzt von meiner Seite her sagen, wenn sie nicht so ausmacht, also ob sie jetzt was ausmacht oder nicht, ich würde kein zweites Date wollen. Also ich kann dir da nur zustimmen, wir haben uns gut unterhalten, aber für ein zweites Date reicht es dann von meiner Seite auch nicht. Wer hätte es gedacht? Der Reiche und die Schöne, ja, das war's. Das war's. So schnell kann ein Date enden, liebe Freunde. Wie? Ich bin gespannt, wenn die Mädels, die hier gerade zugucken, mal in die Kommentare schreiben könnten. Wie wärt ihr bei so, wenn ihr so ein Date hättet? Also wenn er so über seinen Rolls Royce erzählt, den er irgendwo parkt und das Geld dann rausholt und dann noch so viel Trinkgeld gibt. Fändet ihr das eher attraktiv oder unattraktiv? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass das viele auch attraktiv finden. Einfach weil mit 23 schon so mitten im Leben stehen und 60 Euro Trinkgeld zu zahlen, ist ja jetzt nicht zwingend schlecht. Also kann ja auch cool sein. Wisst ihr, wie ich meine? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, 14 Uhr, beim neuen Video hier auf dem Kanal. Bis dahin, haut rein, lasst krachen. Und ciao. Es ist zu spät, ja. Ich hab keinen Kopf für uns beide. Zu viele Gefühle. Darum bin ich lieber allein. Sie redet von Liebe. Dafür ist es viel zu spät. Viele Probleme. Du weißt, wie die Story geht.